Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Hubert Genz. Ich bin momentan der Weingutsbetreiber von dem Weingut Dr. Genz, das es nunmehr an dieser Betriebsstelle in der dritten Generation gibt. In unserer Familie gibt es Weinbau seit 7 Generationen. Mein Vater hat hier an der Betriebsstelle ein neues Weingut errichtet. Mein Sohn, der im letzten Jahr den Master gemacht hat, wird dieses Weingut fortführen. Es bleibt und ist eine Familientradition. Das Fahrzeug, das Sie hier sehen, ist ein Hanomag aus dem Jahre 1954. Das war das erste Auslieferungsfahrzeug unseres Weingutes. Mein Vater hat dort mit die Weine zu den Gastronomen gefahren. Hallo, mein Name ist Konstantin Genz. Ich darf Sie heute recht herzlich hier in unserem Familienweingut und Sektgut Dr. Genz begrüßen in Guldenthal an der Nahe. Wir bewirtschaften mit unserer Familie 20 Hektar Weinberge und haben nun die Ehre, die Campers Drink Weine zu präsentieren. Unser Weißburgunder Prüzsekt ist was ganz Besonderes, 18 Monate auf der Hefe gelagert, hergestellt nach dem Verfahren der klassischen Flaschengärung. Extrem viel Handarbeit, extrem viel Herzblut in diesem Produkt und ich hoffe, dass er euch genauso gut schmeckt wie uns. Um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, auch mit dabei unser blauer Portugieser Rosé, schön gekühlt, ein super fruchtiger Roséwein. Und in der schönen Lachsfarbe ist der ideale Begleiter beim Grillen oder Kleinigkeiten zu essen. Ich hoffe, Sie haben Spaß damit. Ich stehe jetzt hier in unserem Barrique-Fasskeller. Unsere Holzfässer sind für unsere Rotweine da. Alle unsere Rotweine sind im Holzfass gelagert. Durch die Mikrooxidation, durch das Holz werden die Rotweine schön weich, schön samtig und ich hoffe, dass Sie das auch an unseren Rotwein schmecken. Ja, das ist ein klassisches Stückfass, typisch für unser Weinanbaugebiet hier in der Nahe, 1200 Liter. Und so hat jede Region ihre eigenen Fässer, kann man sagen. An der Mosel beispielsweise gibt es die sogenannten Fuderfässer, 1000 Liter und wir haben hier die klassischen Stückfässer. Hier sind wir bei uns im Edelstahlkeller. Alle unsere Weißweine sind im Edelstahl ausgebaut. Ich sage oft gerne, die Qualität wächst im Weinberg, aber ohne hochwertige, moderne Technik ist es heutzutage nicht mehr möglich, einen super Top-Wein zu produzieren. Und deshalb ist hier unser Keller genauso wichtig wie unsere Weinberge. Hier haben wir unsere Sektherstellung nach der Méthode Champenoise, die klassische traditionelle Flaschengärung. Die Weine werden in diese Champagnerflaschen gefüllt. Bei der zweiten alkoholischen Gärung in dieser Flasche kann das CO2 nicht entweichen und die Kohlensäure entsteht aus dem gebundenen CO2. Dann ist es natürlich so, dass wir hier die Hefe noch im Produkt haben, das Hefedepot. Und das müssen wir natürlich später für den klaren Sekt bei Ihnen rausbekommen in Hefe. Und dafür gibt es diese sogenannten Rüttelpulte, hier aufgesteckt unsere Magnumflaschen an Sekt. Die Flaschen kommen hier waagerecht rein, werden markiert und immer ein Achtel weitergedreht. Und durch diese Neigung, das ist hier konisch, das Holz, wandert die Hefe ganz langsam hier unten entlang. Und wenn wir am Ende des Abrütteln sind, wie bei diesen Flaschen, befindet sich das Hefedepot nur noch hier unten auf dem Kronkorken. Wir haben dann ein völlig klares Produkt. Und hier unten unsere Hefe. Und dann geht es weiter zum Degorgieren, der Vorgang, bei dem die Hefe aus dem Produkt genommen wird. Ja, hier sind wir jetzt an unserer Degorgierstation. Bei uns ist es so, dass alle unsere Sekte alle 4 Wochen frisch und neu degorgiert werden. Sind wir in unserem Wein- und Sektgut schon was Besonderes, da das sonst für die normalen Weingüter oft Sektkellereien übernehmen. Hier ist es so, wenn dann die Sekte abgerüttelt sind, befindet sich ja die Hefe, wie erklärt, hier unten im Flaschenhals. Diese Flaschen werden hier kopfüber in die Kühlsohle, die auf minus 20 Grad eingestellt ist, für 2 bis 3 Minuten reingesetzt. Dann nehmen wir die Flaschen wieder raus und das ist zu einem Eispropfen hier unten gefroren. Und in diesem Eispropfen haben wir dann die Hefe enthalten. Wir nehmen dann die Flaschen, drehen sie wieder um, setzen sie hier in diese französische Degorgiermaschine ein, die halbautomatisch funktioniert. Der Kronkorken wird gelöst und durch den 6 Bar Überdruck, die diese Flaschen zu diesem Zeitpunkt dann haben, schießt der Kronkorken und der Eispropfen hier weg. Und wir sind die Hefe los. Dann wird die Restsüße eingestellt, die sogenannte Versanddosage. Und dann kommt hier noch bei uns der Korken drauf, die Agraffe, das Drahtkäppchen auf der Sektflasche. Die Flaschen lassen wir dann nochmal trocknen, wie Sie das jetzt hier vor mir sehen, mit unserem Rosé-Sekt und unserem Pinot Blanc de Noir-Sekt. Nach diesem Schritt kommt dann noch die Kapsel drauf, das Etikett, die Flaschen werden eingepackt
Unser Weinlager ist natürlich unser höchstes Gut. Hier lagern unsere fertigen Produkte in der Flasche. Das ganze Jahr über machen wir uns natürlich die Arbeit im Weinberg und im Keller, wie ihr eben schon gesehen habt. Und hier ist dann das fertige Endprodukt, was bereit ist, um zum Kunden zu kommen. Wir sind froh, dass Camper Drink auf uns zugekommen ist, weil wir sind von der Familie her absolute Camper. Meine drei Geschwister haben einen Wohnwagen, wir haben einen Wohnwagen, meine Kinder machen inzwischen wieder Camping über ganz Europa. Wir lieben Camping.